Unter den Dächern des heutigen Wien wird am Ausbau des musikalischen Klangbildes weitergearbeitet. Unter diesen Dächern, die auch so vielen Tonmeistern Obdach gaben, wirkt heute noch in aller Zurückgezogenheit, hochbetagt, der Begründer der Zwölftonmusik, Joseph Matthias Hauer. In dieser Einfachheit, weit ab vom Lärm und Getriebe der Menschen, von Ideologien und Theorien, meditiert er über die letzten Fragen seiner umwälzenden Entdeckungen. Über das Melos, die Urbewegung des Musikalischen, über die Tropen, die Grundwendungen der Intervalle und über die Temperatur, die Urstimmung des Harmonischen. Für ihn ist die zwölfstufige gleichschwebende Temperatur der Mund Gottes, der uns die Lebensgesetze kundgibt, die die Welt ordnen, den Lauf der Fixsterne lenken. Wie ein aperiodischer Kristall wirkt diese schematische Darstellung einer Zwölftonreihe, die musikalische Mathematik ist. Denn Musik ist Mathematik, ist Gesetz. Also Matthias, was hast du Neues geschrieben? Neues? Uralt! Das Entdecken des Zwölftongesetzes war nur ein Bewusstwerden einer in mir schon bestehenden Tatsache, einer geistigen Realität. In der Zwölftonmusik ist alles da, was das Wesen der Musik überhaupt ausmacht, nämlich Melos, Harmonie und Rhythmus. Das Entscheidende an der Arbeit mit einer Zwölftonreihe ist daher das Lesen können ihrer organischen Gesetze. Ich zeige also meinen Schülern nur den Weg, wie man die psychophysischen Voraussetzungen dafür schafft. Das ist mir deshalb möglich geworden, weil ich mein Werk vollenden konnte. Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein Werk geschrieben, das Zwölftonspiel. Da ist ja das letzte Werk. Ja, ich habe ja viel Werke geschrieben, aber das ist nämlich wirklich das einzige Werk. Nämlich, ich habe mich in der Zwischen, beim Klavier hat man diese Engführung nicht bringen können, oder? Ja. Das habe ich aber das wunderbar, und dann ist jetzt oben die Violine, das ist die erste Geige, und unten ist das Cello, und da sieht man dann deutlich immer, was man halt früher Thema genannt hat. Du weißt ja, Themen gibt es ja nicht, in der Musik gibt es keine Themen. Ein Thema gibt es nur im Ideologischen, im Sprachlichen, nicht wahr? Ja. Aber in der Musik gibt es kein Thema. Die Musik wächst so wie eine Blume, nicht wahr? Das Thema ist nicht ganz, das ist kein Thema, sondern das ist eine Hauptstimme, kann man es nennen, nicht wahr? Sagen wir, ein Cantus Firmus, wie man es früher genannt hat, nicht wahr? Und das ist nämlich jetzt ein Werk, das also restlos alles enthält, was man sich überhaupt denken kann. Alles ist da. Alles. Das ist wunderbar. Da ist auch alles drin, was jemals geschrieben worden ist. Nicht wahr? Alles ist drin. Das harmonische Band. Ja, das harmonische Band ist, also ist alles so. Dabei so streng, na streng Ausdruck. Und dabei trotzdem fest. Das Ganze ist ja doch ein Tanz, nicht wahr? Das kann ja tanzt werden. Nicht? Ja, wunderbar, ja, wunderbar. Nicht wahr? Das ist eine farbige Geschichte, nicht wahr? Wie die alle glauben, nicht wahr? Ja. Konstruiert. Wenn einer so konstruiert, du hast konstruiert, dann ist er, pardon, diese Erde können wir nicht antun, wir müssen schon den Kopf machen. Er hat das konstruiert, wenn derjenige, der die Kristalle, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen konstruiert hat. Ja, die Sonnensysteme und die Milchstraßensysteme, dem müssen Sie die Ehre überlassen, dass er das auch gemacht hat, nicht wahr? Nicht ich, nicht wahr? Das kann ich nicht beanspruchen, nicht wahr? So gescheit bin ich nicht.